herzlich willkommen bei so eine Tortur, wie der Norden damals reiste. Das konnte man natürlich mit sowas hier machen, mit einer schwankenden Kogge oder aber auch mit einer Postkutsche, später mit der Eisenbahn bloß. Wer konnte sich das schon leisten? Bis vor 150 Jahren gingen deshalb die allermeisten zu Fuß. Oder sie blieben lieber gleich zu Hause, denn eins ist sicher, Reisen war fast immer lebensgefährlich. Erfahren Sie, was es wirklich hieß, über Stock und Stein mit der Postkutsche unterwegs zu sein. Kommen Sie mit auf eine Pilgerreise im Mittelalter. Wir zeigen, warum ein Viertel der Bevölkerung auf Schusters Rappen unterwegs war. Und erleben Sie die Geburtsstunde des Tourismus. Kaum zu glauben, wie es zuging in den deutschen Seebädern. Hallo, einmal nach Hannover und zurück, bitte. Welche Klasse, bitte? Welche Klasse? Naja, die billigere, die zweite. Na, wir haben ein anderes Angebot. Die billigste ist bei uns die vierte Klasse. Die billigste ist die vierte? Ja. Ja, probiere ich die vierte, wage ich's halt. Jo. Kann ich irgendwie helfen? Ja. Hier, hier kannst du das tragen. Hier Kiste. Ist mein Schwein drin. Ach du liebe Zeit, Schwein. Ich gebe einen Stock. Aber Herr Schwein. Festhalten hier. Ach, Entschuldigung. So, Tag zusammen. Oh, ist ja kaum jemand da. Außer Herrn Gottwald. Und der, ich grüße Sie, sieht ein bisschen anders aus als alle anderen, weil der beschäftigt sich so viel mit der Bahn, dass der Uniform schon gar nicht mehr sehen kann. Aber Herr Gottwald, jetzt sagen Sie doch mal, hier so ein Waggon, das ist doch mehr Fracht, oder? Da fahren doch keine Leute mit. Na, es war für beides. Es war für Leute, die ihre Gepäckstücke selber bewegen wollten, ja. Bewegen sollten, um die Geld Frau zu mit sparen. Den Hühnern, ja. Und das Schwein, die müssen wahrscheinlich, ja, zum Markt irgendwie, nächstes Kaff. Und sie sollten sich auch, dafür ist hier der große Platz, notfalls auf ihr Gepäck setzen. Also hier sind nur ganz schmale und ganz gerade Bänke, Behelfsbänke an der Seite. Und wer so eine Kiste hatte wie diese hier, der hat sich dann zu guter Letzt da einfach oben drauf gesetzt. So, jetzt erstmal das Schwein weg. Ups. Wie viele Leute haben dann hier reingepasst in so einen Wagen? Also zugelassen ist so ein Wagen für 18 im Sitzen und 18 im Stehen. Aber natürlich in der Praxis waren es mindestens doppelt so viele. War diese vierte Klasse denn jetzt wirklich die unterste oder kam da noch was? Nein, es gab am Anfang offene Wagen, aber die liefen in der dritten Klasse. Und diese offenen Wagen haben sich nicht durchgesetzt, weil sie im Winter oder bei Regen, sobald die Strecken ein bisschen länger wurden, einfach zu ungemütlich waren. Ich habe jetzt eigentlich erstmal die Schnauze voll von der vierten Klasse. Ich würde mir ja schon gerne mal angucken, wie es bei den besseren Leuten zugeht. Komm, wir marschieren mal rüber. Die dritte Klasse. Na, da sieht auch mein Leibchen gleich schon eine ganze Klasse besser aus. Und es reißt sich auch viel, viel besser. Sehen Sie mal hier, Gepäckablage, dann eine individuelle Lüftungsverstellung. Es gibt Vorhänge gegen die Sonne. Die Menschen sehen gleich erholter und frisch gewaschener aus. Was mich nur wundert, was soll bitteschön das? Zur Förderung der öffentlichen Gesundheit wird dringend ersucht, nicht in den Wagen zu spucken. Sagen Sie mal, Herr Gottwald, in den Wagen spucken? Das passt aber nicht zur Atmosphäre hier, oder? Na, das war vor 100 Jahren aber ganz verbreitet. Jeder hat gespuckt im Lokal, auf der Straße. Es gab überall Spucknäpfe. Und in der Eisenbahn, weil man das mit dem Putzen und so nicht wirklich im Griff hatte, war das Spucken ziemlich am Anfang schon verboten. 1838 wurde die erste Eisenbahnstrecke Norddeutschlands eingeweiht. Das waren gerade mal 12 Kilometer von Braunschweig nach Wolfenbüttel. Diesem Stück folgten tausende Gleiskilometer und eine Begeisterungswelle in der Bevölkerung. Das Eisenbahnfahren hat ja, zumindest bei uns, total die Welt verändert, oder?
Na, sie hat es auf vielen Ebenen getan. Einmal dadurch, dass das Reisen eine Massenerscheinung wurde. Viele, viele Leute, so viele gingen in die Postkutschen oder in die Schiffe vorher gar nicht hinein. Viele Leute, die bis dahin zu Fuß gegangen sind oder die ihre Heimatstadt niemals verlassen haben, die fuhren plötzlich mit der Bahn. Nicht nur aus nützlichen Gründen, sondern auch zum Vergnügen. Das war etwas ganz Neues. Und der Moderator geht mal weiter in die nächste Klasse. Na Gott zum Gruße, sage ich, hier sieht's doch mal richtig edel aus, oder? Da gibt's dann gleich Omas Polstersofa, da gibt's Metallschnörkel. Was kann uns denn da noch Besseres in der ersten Klasse erwarten? Ja, man muss immer im Auge behalten, die erste Klasse war eine ganz seltene Sache. Und nur wenige Bahngesellschaften machten sich überhaupt die Mühe, Abteile oder Waggons erster Klasse vorzuhalten. Man hat das anders geregelt. Man hat in der Polsterklasse, der zweiten Klasse, einfach nicht alle Plätze besetzt in einem Abteil. Eben von diesen 6 Sitzen nur 4, so wie heute in der Business Class im Flugzeug. Und dann haben die Fahrgäste mehr dafür bezahlt, dass sie mehr Luft zum Atmen hatten. Gab es das eigentlich, dass sich die besseren Leute hier aus der Polsterklasse beschwert haben über die lärmenden, vielleicht nicht so gut riechenden da hinten? Na, in der Eisenbahn hat sich natürlich die Gesellschaft abgebildet. Das Dreiklassenwahlrecht oder der vierte Stand, wie man nach der Französischen Revolution sagte. Und das hat schon dazu geführt, dass die Leute, die mehr bezahlt haben, einmal Abstand halten wollten von dem stinkenden Pöbel. Und es hat vor allen Dingen dazu geführt, dass so ein Neid aufkam, weil die in der dritten Klasse bezahlten ja viel weniger, waren aber genauso schnell da. Okay, es geht langsam los, sehe ich. Pardon. Dann wünsche ich doch mal allen hier eine gute Fahrt und hoffe, dass es pünktlich losgeht. Das System der 4 Wagenklassen haben die Bahngesellschaften 1928 abgeschafft, weil einfach zu viele Fahrgäste in die billige vierte Klasse wollten. Den Gesellschaften blieb zu wenig Gewinn. Bis 1956 hatten die meisten Züge dann 3 Wagenklassen. Erst danach kam das europaweite Zweiklassensystem. Mein lieber Herr Schweinefuß, er hat jetzt 48 Dienstjahre bei der Bahn auf dem Buckel, er muss es wissen. Die Bahn hat ja wohl schon immer versucht, einigermaßen pünktlich zu sein. Wie haben Sie es denn früher hinbekommen, dass alle Bahnhofsuhren im Land zur gleichen Zeit Bing gemacht haben? Ja, gehen Sie mal bitte drüben zu der Uhr, ich zeige Ihnen das. Jawohl. Einfach aufschließen, ja? Ja, bitte einmal aufmachen. Und dann bekamen wir einmal am Tag die Zeit genau durchgesagt. Und dort unten ist ein Einstellrad und dort können Sie die Zeit einregulieren. Und dann wurde auf ein Signal dann die Uhrzeit genau durchgegeben. Und auf welches Kommando muss ich dann die Uhr verstellen? Es ist jetzt 12.30 Uhr, Achtung, jetzt. Die Uhr am Bahnsteig draußen, die wird von dieser Uhr hier drinnen angetrieben über eine Kardanwelle und die kann also gleichzeitig mit richtig gestellt werden. Tja, ja, preußische Disziplin, preußische Genauigkeit gehörten bei der Bahn halt schon immer dazu. Auch wenn die es bis heute nicht ganz geschafft haben, pünktlich zu sein. Ich kann schon verstehen, dass ein Verkehrsmittel, das dermaßen unter Dampf steht, die Menschen, die Männer einfach begeistert. Wir wechseln in das Jahr 1550 und treffen einen fahrenden Händler. Er ist einer der wenigen Reisenden dieser Zeit. Ja, ja, mit dem Planwagen gemütlich durch die Gegend schaukeln, durch den Wald, über die Heide. Das Reisen eigentlich eine ganz gemütliche Angelegenheit und so entspannt, oder Herr Lammschuss? So, grundsätzlich muss man zum Reisen sagen, man reiste selten. Wenn einer reiste, dann musste er reisen. Und dazu gehörten eben die Händler, die die Waren transportieren mussten. Welche Leute waren überhaupt unterwegs? Wer ist gereist? Wer war unterwegs auf Achse? Wir haben Kaufleute, Pilger und dann haben wir eben eigentlich die Nichtsesshaften, die Entwurzelten, die auf der Straße lebten. Vagabunden, Gaukler, Dirnen, das sind so die Gruppen, die auf der Straße unterwegs waren. Aber die tägliche Wegstrecke, auch die man so jetzt mit Pferd und Wagen zurücklegte, Betrug, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, maximal so 25 Kilometer am Tag. Wie hat man sich vorbereitet? Ja, man hat vielleicht sein Testament gemacht, wenn man ein besonders ängstlicher Typ war. Worüber musste der sich Gedanken machen? Wofür hatte der vielleicht richtig Angst? Der musste vor mehreren Dingen Angst haben. Der musste natürlich einmal vor Krankheit Angst haben, denn auf der Reise krank zu werden war ganz schlimm, wenn man nicht zu Hause war und gepflegt werden konnte. Dann musste er Angst haben,
ausgeraubt zu werden von Räubern. Also Wegelagerer waren eine Gefahr. Sind die Leute denn bewaffnet gewesen? Irgendwas haben sie zum Schutz sicherlich alle dabei gehabt. Was haben Sie dabei? Ja, das ist eine Ratschlosspistole. Aha. Schießt leider nur einmal und dann bin ich ziemlich wehrlos. Und wenn ich vorbeischieße, habe ich Pech gehabt. Große Kaufleute haben sich bewaffnete Reiter geleistet, die sie begleitet haben. Deutschland ist im 16. Jahrhundert ganz schön bunt. Aufgeteilt in mehrere hundert Kleinstaaten. Da gibt es Fürstentümer, Grafschaften, freie Städte. Wer zum Beispiel von Hamburg nach München wollte, der musste immer wieder Zölle zahlen. Wegebenutzung, Brückenüberfahrten, das Überschreiten der Landesgrenzen, sogar das Durchqueren der Städte. Alles hat Geld gekostet. Halt! Was habt ihr geladen? Oh, wir haben jede Menge dabei. So, also wir haben hier Wein drin, da hinten habe ich Felle, da sind noch spezielle Sachen drin. Ja. Und hier haben wir noch wundervolle Tuche, flanderische. Ja. Gut, ja. Alles in Ordnung. Gut. Ja, dann können wir zum Zoll. Mensch, das sieht ja richtig luxuriös aus. Hat der richtig gewohnt hier, der Zöllner Herr Lammschuss? Ja, natürlich. Das ist sein Wohnhaus. Der hat ja auch noch einen anderen Beruf. Ach so, der ist nur im Nebenberuf Zöllner? Der ist im Nebenberuf Zöllner und kassiert für die Stadt Lüneburg hier die Zölle. Na, dann mal Gott zum Gruße. Gott zum Gruß. Was macht ihr denn hauptberuflich, wenn ihr nur nebenbei zöllnert? Ich bin Goldschmiedemeister. So, ich habe hier mal meine Ladeliste dabei. Ja. Da steht alles drin, was wir drauf haben. Und was müssen wir da jetzt zahlen? Ja, also von der ganzen Ladung 1%. 1%? Herr Lammschuss, ist das denn in Ordnung? Das ist absolut in Ordnung. Das ist das, was in der Regel in den Städten bezahlt werden musste. Und war der denn immer bei 1% oder wechselte das auch schon mal? Das konnte auch schwanken. Beispielsweise, wenn eine Tochter des Herzogs oder des Grafen, dem die Stadt gehörte, heiraten wollte, dann konnte schon mal vorkommen, dass eine Sonderabgabe erhoben wurde. Also ich als Kaufmann wusste dann gar nicht unbedingt, wie teuer es werden wird auf Nein, die Dauer. Es konnte auch teurer werden. Und wie teuer konnte es dann maximal werden? Ja, die Städte strebten dann nach das sogenannte Stapelrecht zu bekommen. Stapelrecht, was ist das? Das Stapelrecht bedeutet, dass die Kaufleute ihre Waren in der Stadt, durch die sie eigentlich nur hindurch wollen, 3 Tage und 3 Nächte zum Verkauf anbieten müssen. Selbst wer dazu verdonnert wurde, seine Waren abzuladen, musste doch Zoll zahlen. Noch dazu hatten viele deutsche Kleinstaaten ihre eigene Währung. Reisende mussten also nach dem Grenzübertritt auch noch Geld wechseln, bevor sie ihre Zölle entrichten konnten. Gut, dann geht's jetzt ans Stapeln. Bin mal gespannt, wie das läuft. Schönen Dank. Durch das Stapelrecht konnten Städte die Versorgung ihrer Bevölkerung sicherstellen. Die Zöllner konnten entscheiden, welche Waren zu welchem Preis verkauft werden mussten. Und die fahrenden Händler, die hatten das Nachsehen. Wir reisen in das Jahr 1888 nach Bremerhaven. Schlange stehen für einen der begehrten Plätze auf den Schiffen. So fing das immer an für die Auswanderer im 19. Jahrhundert. Und es waren viele, richtig viele. Man muss sich das mal vorstellen, binnen 100 Jahren haben über 44 Millionen Europäer ihre Länder verlassen. Die wollten weg, nur weg. Nach Australien, nach Südamerika, nach Kanada und viele, viele in die USA. Das sind ja schon unglaublich viele. Sagen Sie, Frau Eick, warum haben denn so viele Menschen ihr ganzes Leben einfach hinter sich gelassen? Im 19. Jahrhundert bestand in Deutschland die Gefahr, dass man seinen Job verlor, dass man zu wenig Land hatte, um seine Familie davon ernähren zu können. Und so sind ganz viele aufgebrochen in die neue Welt, bevor sie endgültig verarmt sind. Und was waren das für Leute, die ihre Freunde und das bisschen, was sie hatten, wirklich stehen und liegen ließen? Die Ärmsten der Armen konnten sich das gar nicht leisten. Es waren Handwerker, es waren Dienstmädchen, es waren Knechte und es waren Arbeiter. Sie sagen nicht leisten. Wie viel musste man denn bezahlen für die Überfahrt? Ein Monatsgehalt musste man schon in Reserve haben, um überhaupt die Überfahrt bezahlen zu können. Und man brauchte ja auch noch ein bisschen Kapital für den Beginn in der neuen Welt. Das heißt also, wenn es Ersparnisse gab, die gingen sowieso drauf? Die gingen alle drauf.
Allein über Hamburg und Bremerhaven haben knapp 12 Millionen ihre Heimat verlassen. Die Schiffe hatten Platz für rund 1000 Passagiere, darunter ungefähr 600 Auswanderer. Die bekamen vom Luxus der Dampfschiffreise nicht viel zu sehen. Wie viele Klassen gab es eigentlich auf so einem Schiff? Auf einem Dampfschiff gab es 3 Klassen Ende des 19. Jahrhunderts, die erste und zweite Klasse und dann das sogenannte Zwischendeck, in dem die meisten Auswanderer gefahren sind. Ist klar, da müssen wir natürlich hin. Natürlich. Gab es eigentlich auch schon sowas wie Tourismus? Waren da auch Geschäftsleute unterwegs? Ja, da waren durchaus Geschäftsleute unterwegs. Verwandte. Okay, wir erst. Verwandte, die Auswanderer besucht haben. Oder auch Leute, die nach Deutschland zurückgefahren sind, weil sie hier wieder ihre Verwandten besuchen wollten. Also es war wirklich ein reger Schiffsverkehr. Das hier ist jetzt also unser Schlafraum für die nächsten 8 Tage Überfahrt, ja? Das ist das Zwischendeck des Dampfschiff Lahn. Und hier haben bis zu 63 Menschen geschlafen in so einer Abteilung. Es war eng, es war stickig. Und laut ist es. Was ist denn hier für ein Krach? Unter uns ist der Maschinenraum. Ah ja, daher auch die Wärme. Daher auch die Wärme. Und natürlich diese vielen Menschen, die heizen auch den Raum mächtig auf. Ja, das merkt man ganz deutlich. Hut ab! Und die Bettchen sind einfach super winzig. Ah! 63 Leute in einem Raum und alle schnarchen sich einen zurecht. Das muss man sich mal vorstellen. Also ich habe mich hier nicht besonders wohl gefühlt. Na gut. Und vor allen Dingen, es gab natürlich noch mehr Schlafsäle. Es war ja nicht der einzige auf so einem Schiff. Auf so einem Schiff sind 600 Leute im Zwischendeck gefahren. 600 Leute und alle in solchen riesen Schlafsälen. Und haben die ganze Zeit in diesen Räumen verbracht oder durften die auch irgendwann mal in die frische Luft? Einmal am Tag durfte man an Deck und frische Luft schnappen. Die Passagiere der ersten und zweiten Klasse, die durften natürlich immer an die frische Luft. Dafür bezahlten sie ja auch 3-mal mehr als die Auswanderer in der dritten Klasse. Wie waren eigentlich die hygienischen Verhältnisse im Zwischendeck? Auch ein Fortschritt zum Segelschiff. Es gab endlich Toiletten, nicht nur Eimer oder den Balken draußen auf dem Deck, sondern es gab für 50 Mann eine Toilette und es gab auch Waschräume. Und wie muss man sich das vorstellen? Worüber haben die Leute geredet? Wie war die Stimmung? Die Stimmung war ganz feucht, fröhlich abends. Es gab hier auch Tanz in den Zwischendecks. Leute haben Musik gemacht, Mundharmonika, Akkordeon, Geige. Aber je näher New York rückte, desto mehr stand die Frage im Vordergrund, werden Sie mich reinlassen? Reisende nach New York kamen nach 8 bis 10 Tagen an ihr Ziel. Passagiere der ersten und zweiten Klasse durften sofort von Bord. Einwanderer aus dem Zwischendeck, die wurden allerdings erstmal zur vorgelagerten Insel Ellis Island gebracht. Neben medizinischen Untersuchungen mussten die Menschen dort eine ausführliche Befragung über sich ergehen lassen. 2 bis 3% aller Ankömmlinge fielen dabei durch. Sie mussten zurück nach Europa. Willkommen in einer Zeit, die geprägt ist von den Geboten der Kirche. 200 Jahre vor der Reformation Martin Luthers wollen die Menschen vor allem eines, den Segen Gottes. Vielen, ja sehr vielen, reicht dabei das tägliche Gebet aber nicht aus. Sie wollen sich mit etwas Besonderem beliebt machen, bei dem da oben, mit einer Pilgerreise. In Europa lebten im 14. Jahrhundert ungefähr 75 Millionen Menschen. Jeder Vierte ging wenigstens einmal im Leben auf Pilgerfahrt. Sagen Sie mal, Herr Atzbach, was waren das eigentlich für Leute, die auf Pilgerreise gegangen sind? Ja, im Prinzip jedermann. Also es geht von den Sklaven bis zum großen Reichsfürsten. Männer, Frauen und Kinder, etwa die Hälfte aller Pilger waren sogar Frauen. Es gibt immer wieder Ermahnungen, dass die Frauen doch nicht auf Pilgerschaft gehen sollen, aber selbst Nonnenkonvente machen sich auf den Weg. Und warum musste man unbedingt mal pilgern? Das sind unterschiedliche Motive. Also der wichtigste Grund ist im Mittelalter eigentlich die Selbstheiligung. Man schielt immer so mit einem Auge nach dem lieben Gott und will gute Werke tun. Und eine der sichersten Maßnahmen ist, zu einem berühmten Heiligengrab zu gehen. Wo waren die? Wohin musste man pilgern? Konnte man pilgern? Also das Wichtigste natürlich Jerusalem, wo der Heiland persönlich gewesen ist, wo es eine sehr hohe Dichte an Reliquien gibt. Das zweitwichtigste Santiago de Compostela, wo eben
der Apostel Jakob begraben liegt. Das ist doch irre weit. Wie lange waren die da unterwegs? Also bis zu einem Jahr oder darüber hinaus. Je nach Witterung und je nach individueller Gesundheit. Das sind schon gewaltige Reisen und auch gefährliche Reisen. Auch aus dem Norden Deutschlands haben sich Christen aufgemacht zu solch langen Reisen. Näher gelegene Pilgerziele waren unter anderem Bethen bei Kloppenburg oder Wilsnack, ganz im Nordwesten des heutigen Brandenburgs. In diesen Orten sollen sich Wunder zugetragen haben, weshalb sie seit dem Mittelalter von Gläubigen besucht werden. Viele Pilger wollten mit dem Besuch von heiligen Stätten vor allem einen Ablass für ihre Sünden erhalten. Wer ins spanische Santiago de Compostela pilgerte, dem sollte gar ein Drittel aller Sünden erlassen werden. Damit konnten die Christen ihre Zeit im gefürchteten Fegefeuer reduzieren. Was haben die eigentlich so gegessen unterwegs? Ich meine, nur mit Apfel und Trockenbrot kann es auch nicht gelaufen sein, oder? Auf die Strecke. Unterwegs hatte der Pilger grundsätzlich das dabei, was er an seinem Startort schon mitgekriegt hat. Andererseits, zwischendurch ist die Nahrung auch irgendwann mal aufgebraucht gewesen. Da haben die Pilger sich durchaus an den Feldern oder an den Bäumen, die am Wegesrand standen, bedient. Es gibt immer wieder Verbote, dass Pilger nicht unterwegs unmäßig essen sollen von den Sachen, die auf der Strecke stehen. Na, also es gibt da offensichtlich ein Problem, sonst wäre es nicht verboten worden. Na klar, wo viele vorbeikamen, haben die natürlich so einen Obstbaum leer gemacht. Na oder? Klar, na, das ärgert den Bauern selbstverständlich am Weg. Ne? War es eigentlich gefährlich zu pilgern? Also konnte man überfallen werden? Klamottendiebstahl ist tatsächlich ein Thema. Es gibt immer wieder Beschreibungen, gerade auf dem Weg nach Rom, dass an den Alpenpässen Leute überfallen werden und nackt dann in das nächste Dorf kommen, weil ihnen wirklich das letzte Stück Tuch vom Leib gestohlen worden ist. Aber auch da helfen wieder die Werke der Barmherzigkeit. Das heißt, in der Bibel ist sogar wörtlich festgeschrieben, Nackte bekleiden. Wenn also jemand bis auf die Haut ausgeplündert worden ist und er kommt in das nächste Dorf, wo Christenmenschen leben, und das ist ja bei fast allen Pilgerrouten der Fall, dann war es eine Christenpflicht, ihn auszustatten. Bis zu 30 Kilometer Fußmarsch haben die Pilger pro Tag geschafft. Den Weg zur nächsten Stadt konnten sie nur erfragen, denn Wegweiser oder gar Straßenkarten gab es für sie nicht. In den Dörfern und Städten entlang der Pilgerrouten waren diese Reisenden willkommene Gäste. Auch hier in Goslar konnten sie übernachten und ihre Wegzehrung für den nächsten Tag besorgen. Das hier glaube ich jetzt irgendwie nicht. So eine Art mittelalterliche Autobahnraststätte mit Snackshop und Souvenirladen. Sowas hat es nicht wirklich gegeben, oder? Doch, auf jeden Fall. Weil wenn die Pilger erschöpft nach einem Tagesmarsch an ein Ziel ankommen, in einer Stadt ankommen, sind sie für die Bürger der Stadt vor allen Dingen eins, Kundschaft. Sie kriegen Speisen und Getränke angeboten, aber auch andere, ich sag jetzt mal im weitesten Sinne, geistliche Gegenstände. Also zum Beispiel Kruzifixe, Gegenstände, die man mittragen kann. Und was hat es hier mit den Muscheln auf sich? Das ist ganz spannend. Also Santiago de Compostela, bekannt ist ja die Jakobsmuschel, hat ja die Jakobsmuschel berühmt gemacht als Symbol für Pilger überhaupt. Und der anständige Pilger, der nach Santiago gekommen ist, hat so ein Objekt auch bekommen und hat es nach Hause mitgebracht, auch als Abzeichen an seinem Hut getragen und hat es mit ins Grab genommen. Also bei Ausgrabungen findet man tatsächlich die Santiago de Compostela-Pilger mit einer solchen Jakobsmuschel. Und warum konnte man das dann hier gleich unterwegs kaufen? Das war doch dann Beschiss, oder? Das ist durchaus möglich. Es gibt nämlich eine große Gruppe von betrügerischen Pilgern, die in Wirklichkeit Halunken gewesen sind, die gar nicht darauf angelegt waren, einen größeren Gotteslohn zu erwerben, sondern sich einfach durchs Leben schnorren wollten. Und da ist es natürlich am sinnvollsten, wenn man sich irgendwie zu erkennen gibt, durch eine angemessene Kleidung, dass man aussieht wie ein Pilger, und ideal mit einer Jakobsmuschel am Hut, dass man zu verstehen gibt, ich war schon mal vor Ort und ich bin jetzt auf dem Rückweg. Bitte helft mir, tut eurer Christenpflicht Genüge. Nicht nur die Betrüger, auch viele überzeugte Pilger nahmen die Dienste dieser Damen in Anspruch. In jeder Stadt gab es Huren, erkennbar an den offenen Haaren, dem tief ausgeschnittenen Dekolleté. Das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, sahen viele Christen auch im Mittelalter offenbar nicht ganz so eng. Zumindest, solange sie auf Reisen waren. Was ist das jetzt für ein riesiger Raum hier? Das ist ein Hospital. Ein Hospital, das Wort bedeutet streng genommen Gasthaus, ist eine Einrichtung, die es in jedem Kloster und in größeren Städten gibt. Hier finden Pilger eine Unterkunft, aber es werden auch Kranke und Arme der Region oder aus der Stadt untergebracht. Also der Pilger schläft hier neben den Schwerkranken? Durchaus. Also im Mittelalter gibt es eine andere Vorstellung von Krankheitsübertragung.
da ist Krankheit ein Wille Gottes und man geht zwar davon aus, dass es nicht gut ist, einen Kranken und einen Gesunden im selben Bett liegen zu lassen, aber im selben Raum ist überhaupt kein Problem. Und gebetet wird hier auch, also totale Mehrfachnutzung. Das ist das zentrale Element eines solchen mittelalterlichen Hospitals. Das ist immer ein sakraler Raum, immer eine Kirche, weil ja die Kranken, die hier liegen, jederzeit an der Messe teilhaben können sollen. Wenn hier jemand stirbt, soll er jederzeit die Gelegenheit haben, vorbereitet in den Tod zu gehen, also die Sterbesakramente zu empfangen. Und gibt es hier auch sowas wie verschiedene Klassen, also besser und weniger gut behandelte, zahlende? Also grundsätzlich ist es so, dass natürlich jeder Aufnahme findet in einem solchen Hospital für mindestens eine Nacht. Wenn er krank wird, dann kann er hier so lange bleiben, bis er gesund gepflegt worden ist. Wenn er stirbt, wird er auf dem hospitaleigenen Friedhof sogar begraben. Wer jetzt wohlhabender ist und auf Pilgerfahrt ist, der kann natürlich auch in ein Gasthaus gehen oder wird von Gleichen aufgenommen. Wenn er in ein Kloster kommt, kann es durchaus sein, dass er eine andere Kammer bekommt, die wesentlich komfortabler möbliert ist als dieses einfache Hospital, wo alle in einem Saal liegen. Aber grundsätzlich, ich sehe, es gibt jede Menge zu essen, also offensichtlich gehungert hat keiner. Grundsätzlich ist das alles umsonst. Ja, das ist ein ganz wichtiges Element. Zu jedem mittelalterlichen Hospital gehört ein Stiftungsvermögen. Und das Stiftungsvermögen wird natürlich dafür eingesetzt, um den Bedürftigen, seien es nun Fremde, die auf der Durchreise sind, oder aber Kranke oder Arme, die aus der Stadt oder der Region kommen, zu versorgen. Nochmal ganz konkret, was sind es für Leute, die ihr Geld ausgeben fürs Wohlergehen von Pilgern, von Kranken? Das sind reiche Bürger oder mächtige Leute aus der Region, also Adlige, die durch diese Stiftung ein frommes Werk vollbringen. Sie wollen sich damit einen Fensterplatz im Himmel ergattern. Ja, das ist ja wirklich ein schönes Ziel. Auf jeden Fall. Dank der edlen Spender, die solche Hospitäler ermöglicht haben, konnten Pilger völlig ohne Geld reisen. Und wer es zum nächsten Hospital vor Einbruch der Dunkelheit nicht geschafft hat, der konnte durchaus darauf hoffen, für eine Nacht von wildfremden Christen aufgenommen zu werden. Das galt im Mittelalter als Nächstenliebe. Wer von einer der norddeutschen Küstenstädte aus verreisen wollte, der hat auch gern mal so eine Kogge hier genommen. Gut, die Schiffe, die waren eigentlich für Fracht gedacht, für Handelswaren also, aber die haben auch durchaus Leute mitgenommen. Beispielsweise Pilger oder auch, das Gegenteil gerade, Huren, die von einer Hafenstadt in die andere wollten. Und sogar ganze Familien von Händlern, denn die haben ja oft auch in ganz fremden Städten gearbeitet. Klar zum Even am Spiel. Ist klar? Hief am Spiel! Und hief! Und hief! Und hief! Boah! Als zahlender Schiffsreisender musste man im Mittelalter richtig mit anpacken. Klar zum Fallen des Segels! Lasst fallen das Segel! Bis Ende des 14. Jahrhunderts gab es auf manchen Schiffen in der Ostsee noch keine bezahlten Mannschaften. Reisende, Kaufleute oder deren Gesellen mussten diese Schiffe selbst bedienen. Hallo Herr Hammel-Kieso, jetzt geht's hier langsam los. Wie muss ich mir das denn eigentlich vorstellen? Wie viele Leute konnten die denn mitnehmen auf so einer Kogge? Man versuchte natürlich, so ein Schiff voll zu beladen und möglichst viele waffenfähige Leute mitzunehmen. Waffenfähige heißt, die mit sowas umgehen konnten hier? Die mit Schwert und Armbrust und Ähnlichem umgehen konnten, um eben Sicherheit zu haben, sich bei Piratenüberfällen entsprechend wehren zu können. Das heißt, es hat Sinn gemacht, möglichst jeden Platz zu besetzen, so viele raufzupacken, wie irgendwie ging? Solange das Schiff nicht überladen war, ja. Klar. Und wie lange haben dann die Fahrten gedauert? Wie lange war so eine Kogge unterwegs? Wo sind die überhaupt hingefahren? Also von Lübeck aus natürlich in die Gegenden, wo es am meisten zu holen gab. Und das war im 13. und 14. Jahrhundert hauptsächlich Novgorod. Also Nordwestrussland, da gab es Pelze, da gab es Wachs. Damit konnte man gut Geld verdienen. Nahm auch wenig Stauraum im Verhältnis zum Wert ein. Ja, das ist ja ganz wichtig bei der Schifffahrt. Für die gut 1500 Kilometer lange Strecke einmal quer durch die Ostsee brauchte man mindestens 26 Tage.
Wenn der Wind aus der falschen Richtung blies, mussten die Koggen oft tagelang warten, denn gegen den Wind kreuzen konnten die Schiffe noch nicht. Noch dazu war die Ostsee äußerst gefährlich. Piraten wie Klaus Störtebeker hatten es auf Schiffe und Ladung abgesehen. Dieser Störtebeker schreckte auch nicht vor grausamen Morden zurück und konnte erst nach einer erbitterten Seeschlacht überwältigt werden. Doch auch nach seiner Hinrichtung trieben unzählige Piraten in der Ostsee ihr Unwesen. So, eins interessiert mich jetzt gegen Ende, aber dann doch noch. Wo haben die denn mal gemacht? Also, was war, wenn man mal musste? Ja, für die Mannschaft war es so wie auf kleineren Segelschiffen heute noch, die keine Toilette haben. Das ging über Bord. Und die besseren? Aber für die besseren, also Kapitän, Steuermann und für die Kaufleute, die hier mitreisten, gab es eben diese Schiffstoilette. Das funktioniert ja very simple, muss man sagen. Und das bereits um 1380. Und insgesamt, was ist mit Hygiene, mit Krankheitsübertragung? Da ging es zu, vermutlich, wie in der christlichen Seefahrt, bis ins 19. Jahrhundert hinein. Also waschen war wohl nicht viel. Und Wasser wäre ja genug da gewesen. Aber ansonsten war es natürlich so, dass die Leute genau wussten, dass man mit zu wenig Hygiene auch Krankheiten produzierte. Das heißt, das Geschäft wurde tatsächlich außenports gemacht. Halbwegs gemütliche Kojen gab es an Bord, nur für Kapitän und Steuermann. Später, ab dem 15. Jahrhundert dann, hatten auch Kaufleute ihre eigene Kabine. Mitreisende und Seeleute mussten auf Deck schlafen oder unten im Frachtraum, irgendwo zwischen der wertvollen Fracht. Wir verlassen das Mittelalter und suchen ein anderes Verkehrsmittel. Dieses Mal im Jahr 1850. Ah, ist das ein Wetter. Moin, moin. Moin, heute geht's also richtig los. Mit der Originalpostkutsche fahren wir nach Kloppenburg. Ich könnte jetzt schon einsteigen, muss mir aber erstmal die Pferdestärken angucken. Hallo, ihr seid ja wirklich hübsch. Was nimmt man denn für Pferde für so eine Kutsche? Kräftige Pferde, die aber auch schnell sind. Also Warmblut oder Kaltblut? Ja, das kommt ein bisschen drauf an. Also am besten ein schweres Warmblut, das kann ordentlich was ziehen, ja. Ist aber trotzdem schnell. Und vielleicht im richtig schweren Zug dann auch mal ein paar Kaltblüter, vielleicht im Gebirge. Und gibt es da bestimmte Positionen, wo welches Pferd am besten geht, läuft, fährt? Wie sagt man überhaupt? Ja, läuft. Also wenn man einen Viererzug hat, dann ist es natürlich sinnvoll, die schnellen, die fleißigen Pferde nach vorne zu nehmen und die vielleicht ein bisschen langsamer, grusamer sind, nach hinten. Ist ja logisch. Also, rennen mit den Koffern, machen Sie die Pferde fertig, wir können bald los. Darf ich Ihnen den gerade geben? Schwer. Unsere Postkutsche ist ein kleineres Modell. Sie wird von nur zwei Warmblütern gezogen. Die können das 1,5-fache ihres eigenen Gewichts bewegen. Aber nur, wenn die Wege ordentlich befestigt sind. Und eben. 25 Kilometer Spitzengeschwindigkeit wären theoretisch drin, aber das würden die Pferde nicht lange mitmachen. Deswegen ist hier Trab das höchste der Gefühle. Herr Krieg, Sie kennen sich wie kaum ein anderer aus mit Postkutschen. Sagen Sie mal, was waren das denn überhaupt für Leute, die so gereist sind? Ja, das waren natürlich schon etwas betuchtere Leute, denn das war ja nicht ganz billig, das Reisen. Was hat es denn gekostet? Kann man da mal ein Beispiel nennen? Ja, so eine Tour hat, um eine Kurzstrecke mal anzuführen, zwischen Lüneburg und Celle, wohl einen Taler schon gekostet. Das war schon zu damaliger Zeit also recht viel Geld. Für einen armen Tagelöhner bestimmt schon ein ganzer Monatslohn. Mhm. Und er musste dann schon zu Fuß gehen, weil er das wohl kaum aufbringen konnte für eine solche Fahrt. Wir sitzen hier draußen. Es gibt auch Innenplätze. Gab es da auch unterschiedliche Preise? Ja, die Innenplätze waren etwas teurer. Die sogenannten Freiluftplätze waren meistens etwas günstiger im Preis.
1490 wurde der erste offizielle Postkurs eingerichtet. 300 Jahre später ist ganz Europa übersät mit Postkutschenstationen. Dort konnten die Reisenden auch übernachten. Auf der Strecke Hamburg-Berlin insgesamt dreimal. Jeder Reisende trug einen solchen Pass bei sich, der für jede Fahrt neu ausgestellt wurde. Fotos gab es noch keine, deshalb sind in dem Dokument die Formen von Bart, Nase, Mund und sogar die Gesichtsfarbe genau beschrieben. So, dann wollen wir uns mal angucken, wie es da drin aussieht. Kann ich gerade helfen? Sekunde. Dankeschön. Es ist nicht super bequem. Nee, bequem ist das nicht. Aber hier drin sieht es bequem aus und luxuriös. Ja, sehr schön, sehr schön. Das ist ja nett bei Ihnen da drin. Krieg, da ist ja schon bei langsamer Fahrt genug geschaukelt. Je schneller es wird, desto übler wird es einem. Konnte man irgendwas gegen Reisekrankheit schon unternehmen? Ja, es gab wohl so von den Apotheken angebotene Mittelchen. Aber ob die nun wirklich geholfen haben, meistens haben die Passagiere sich selber geholfen. Und ich glaube, die meisten hatten auch so ein kleines Fläschchen dabei, wo dann etwas Hochprozentiges drin gewesen ist, um wenigstens das Gefühl zu haben, ich habe was genommen und das hilft mir gegen die Schaukelei. Sommer wie Winter waren die Postkutschen im Einsatz. Für Schnee und Eis konnte man bei manchen Modellen auf Kufen wechseln. Doch viel problematischer waren die trockenen, sandigen Wege im Sommer. Nicht selten musste die ganze Reisegesellschaft mit anpacken. Oh Mann, jetzt steckt das Ding fest. Wir sind jetzt hier den ganzen Tag unterwegs über Stoff und über Stein, bleiben im Sand stecken und trotzdem das Faszinierendste für mich ist ja, der Kutscher ist eine Frau. Gab es das wirklich? Mag sein, dass es das im Ausnahmefall auch gegeben hat. Typisch war das sicherlich nicht. Also die meisten Postillone waren Männer. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass ein Posthalter, der also diese Postagentur im Dorf bewirtschaftet hat, vielleicht auch mal eine Frau engagierte. So schöne Pferde gab es bestimmt früher auch schon. Wie war aber das Verhältnis zwischen Mensch und Tier? War man da auch schon so rücksichtsvoll im Umgang? Das wage ich zu bezweifeln. Also ich denke, das war sehr viel pragmatischer. Die Pferde waren einfach Nutztiere, mussten arbeiten, solange sie eben konnten. Wurden dann wahrscheinlich zum Teil auch gegessen, nachdem sie dann ihre Arbeit verrichtet hatten. Aber es wird sicherlich Ausnahmen gegeben haben von Leuten, die also sehr liebevoll mit ihren Tieren umgegangen sind. Nach 8 Stunden Fahrt nähern wir uns der Postkutschenstation. Damit dort alles für die schnelle Abfertigung vorbereitet werden kann, meldet uns der Postillion lautstark an. Herr Krieg und ich sind aber noch nicht am Ziel unserer Reise angekommen. Wir müssen im Gasthof übernachten und morgen früh weiterfahren. Ich grüße euch. Willkommen. Bitte. Platz. Ich muss mal Platz nehmen. Das ist gut. Sag mal, wo sind wir denn eigentlich hier gelandet? Tiere und Menschen, der Qualm, alles unter einem Dach. Das ist halt ein Bauernhaus, in dem wirklich Mensch und Vieh unter einem Dach wohnen. Aber es ist eben halt auch ein Gasthof, dem Leute wie Sie hin und wieder auch einmal einen Unterschlupf finden. Nur gut, wenn es schon so einfach ist, gibt es dann wenigstens was zu trinken und was zu essen bei euch. Habt ihr sowas wie eine Speisekarte? Eine Speisekarte haben wir nicht, dafür aber einen leckeren Eintopf vom offenen Herdfeuer und ein gut gekühltes Bier aus unserem Keller. Wie ist denn das grundsätzlich?
Also was teuer? So ein Essen, das Trinken? Danke. Ein Mann wie Sie hat das natürlich mühelos bezahlen können. Aber für den einfachen Handwerksburschen war das schon ein bisschen teurer. Für den war es dann also schon schwieriger, hier auch ein Unterkommen zu finden. Für ihn haben wir dann vielleicht auch ein Lager in der Nähe vom Herdfeuer oder auf der Diele gehabt. Für Leute wie euch, da haben wir schon eine Aufkammer mit einem eigenen Bett. Und da konnte man ganz gut zum Liegen kommen. Während die Reisenden speisen, dürfen sich auch die Pferde erholen. Sie bekommen in der Postkutschenstation Futter und wenn nötig auch mal ein neues Hufeisen. Morgen gehen diese Zossen dann mit der Kutsche aus der Gegenrichtung wieder zurück in ihren Heimatstall. Die organisierte Reise mit der Postkutsche ist ein willkommenes Zubrot für Pferdehalter, Schmiede und auch für die Bauern an den Poststationen. Um den zahlenden Gästen möglichst viel Komfort zu bieten, rückt die Bauernfamilie in diesem Hof ein bisschen enger zusammen. Und hier ist der Schlafplatz für den Bauern und die Bäuerin. Wie, Moment mal, die schlafen hier im Schrank mit Blick aufs Feuer? Ganz wichtig, der Blick nach draußen, um die Diele zu kontrollieren. Auch ein Blick auf das Gesinde, um aufzupassen, dass nichts schief läuft. Das ist ja klasse. Hier mit verschließbarer Tür. Und wie gesagt, Blick auf den Essraum. Und dann geht's hier immer weiter. Da kommt ein Bett nach dem anderen. Bauer und Bäuerin leben natürlich nicht alleine. Sie hat natürlich in der Regel auch Kinder. Und hier passen natürlich problemlos 2, 4, ja vielleicht sogar auch 6 Kinder hinein. Problemlos. Von wegen eigenes Jugendzimmer für jeden. Was haben die denn eigentlich ihren Gästen alles angeboten hier? Na, natürlich konnte man auch ein schönes gebratenes Fleisch mal bekommen, außer einem leckeren Eintopf. Und wurde das alles hier selbst hergestellt? Nicht alles wurde selbst hergestellt. Kaffee oder Tee musste natürlich eingekauft werden. Aber vor allen Dingen gab es hier in solchen ländlichen Gasthöfen oft ein selbstgebrautes Bier. Schön gelagert im Keller unter der Aufkammer. Der Keller ist schön kühl. Eis brauchte man nicht unbedingt dafür. Es reichte aus. Das sieht richtig gut aus. Ich denke, leer trinken werden wir den Laden nicht. Aber wo schlafen wir heute Abend? Links um die Ecke, hier die hoch. Treppe hinauf. Mensch, Herr Krieg, schon bei der Arbeit? Was machen Sie? Bett beziehen. Wie Bett beziehen? Gibt es hier gar keine Bettwäsche für die Gäste? Naja, Sie bringen ja Ihre eigene Bettwäsche mit, weil Ihnen unsere nicht gut genug ist. Ja, man weiß ja nie, was einen erwartet in solchen Herbergen. An kleinen, netten Tierchen. Da ist es besser, man bringt seine eigenen Sachen dann mit. Also sowas wie der frühe Jugendherbergsschlafsack aus lauter Angst vor Wanzen und Flöhen. Aber haben wir immerhin jeder ein eigenes Bett? Ist ja eine Riesenhütte hier. Nee. Dieser Alkoven ist für Sie beide bestimmt. Was? Alkoven nebenan, der ist für meine beiden nächsten Gäste vorgesehen, die ich hoffentlich gleich erwarten kann. Ganz schön eng. Die Postkutsche wurde im 19. Jahrhundert nach und nach von der Eisenbahn abgelöst. Kein Wunder, denn eine Tagesreise der Kutsche schafft die Bahn oft in einer einzigen Stunde. In den 1920er Jahren wurden dann auch die letzten Postkutschen ausgemustert. Soll mir noch mal einer was erzählen von luxuriösem Reisen, von Komfort? Den ganzen Tag über in dieser alten Schaukelkutsche, abends in diese eiskalte, stinkige Muffbude. Zwei Mann zusammen in einem Bett mit einer Decke und hinten gleich noch zwei. Naja, ich sag mal gute Nacht und morgen suche ich mir definitiv ein anderes Verkehrsmittel. Halt, hallo, Junge, hier. Dieser kleine Flitzer hier ist das Symbol für den Wirtschaftsaufschwung im Nachkriegsdeutschland. Der Volkswagen-Käfer mit über 21 Millionen verkauften Exemplaren. Weltweit ist das Ding ewige Jahre lang das meistverkaufte Auto der Welt. Ende der 50er, Anfang der 60er war es. Da wurde die Bevölkerung in Westdeutschland von einem wahren Reiseboom erfasst. Die Menschen wollten jetzt einfach mal Urlaub machen. Auf dem Campingplatz, in der Pension, völlig egal, Hauptsache weg. Wenn es geht weit, vielleicht in die Berge oder endlich mal ans Meer. Den Transport, den übernahm für viele einfach der Käfer. Mit einem Boxermotörchen mit nur wenig über 30 PS.
Die Arbeitnehmer in Deutschland brauchten in den 60ern weniger Wochenstunden zu arbeiten und sie bekamen mehr Urlaub. Das waren die Auslöser der großen Reisewelle. Auch die massenhafte Eröffnung von Campingplätzen trägt zu diesem Boom bei. Das Zelt reicht vielen zum Übernachten aus und ermöglicht den ersehnten Urlaub für kleines Geld. In diesem wunderschönen Käfer sitzt jetzt eine komplett käferverrückte Familie. Drei Generationen. Hier hinten die Jüngsten mit dem Hundi. Die haben noch gar keinen Führerschein, dürfen also noch gar nicht. Aber wenn sie dann 18 sind, der Käfer steht natürlich schon bereit. Jörg und Johanna sind die Eltern. Die fahren Käfer, solange sie denken können. Und das liegt natürlich an der dritten Generation, Helmut und Doris. Die haben mit dem ganzen Blödsinn, ach was sage ich, mit dem Käferfahren angefangen. Helmut, wann ging das los? Warum musste es unbedingt ein Käfer sein? Ja, das ging los, wie man so ein bisschen mehr verdient hatte. Dann brauchte ich den Käfer oder das Auto für den Arbeitsweg. Und da bot sich das irgendwo an, dass ich günstig einen Käfer aus der Flutkatastrophe erstehen konnte. Ach du liebe Zeit, ein Abgesoffener. Das war ein Abgesoffener, da war total. Der stank von drinnen und von draußen. Das hat ein Vierteljahr gedauert, bis man den so einigermaßen wieder flott hatte. Und dann bin ich da ein paar Jahre mitgefahren. Bis dann der nächste Käfer mal irgendwann dran war. Doris, waren die Dinger eigentlich immer zuverlässig, sprichwörtlich zuverlässig? Im wahrsten Sinne des Wortes. Läuft und läuft und läuft und man saß so schön eng beieinander. Die Stadtmanns haben mit ihrem Käfer halb Europa erkundet. Und das, obwohl es gar nicht so leicht war, überhaupt voranzukommen. Das Blaue hier, das sind die Autobahnen. Davon gab es in Norddeutschland in den 50ern erstmal noch gar nicht so viele. Vor allem fällt mir auf, von Hamburg nach Hannover ist nichts, keine Autobahn. Wie ist man damals gefahren? Naja, man ist aus Hamburg rausgefahren bis Horster Dreieck oder eventuell bis zum Abfahrt Dippersen. Und da hat dann die B75 und die B3 benutzt. Und wie lange hat es dann gedauert, sagen wir mal ruhig, von Hamburg nach Hannover auf der Landstraße? Ja, ich denke, man brauchte gut 3 Stunden, brauchte man schon. Man musste auch schon mal mit dem Stau rechnen, wo irgendwas passiert war. Es passierten auch häufig Unfälle da, schwere Unfälle teilweise auf diesen Straßen, weil einfach die Fahrzeuge zum Teil ja auch zu schnell waren, um Pferde, Fuhrwerke auszuweichen oder auch selbst Fußgänger, Radfahrer, bewegte sich alles auf einer Bundesstraße. Radwege gab es zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Der zunehmende Autoverkehr brauchte immer neue Straßen. Bis 1980 waren alle Hauptverbindungen fertiggestellt. Heute hat Deutschland mit über 12.000 Autobahnkilometern das dichteste Fernstraßennetz der Welt. Während der knatternde Käfer den Westen mobil gemacht hat, gab es auch noch 16 Millionen Deutsche im Osten. Die wollten natürlich auch gerne fahren. Alle hätten sie gern den Trabi gehabt, aber davon wurden im Laufe der Zeit nur 3 Millionen gebaut. Und das hier ist unsere Trabi-Familie. Adelheid, hallo. Der Konrad. Schönen guten Tag. Und der Daniel. Hallo. Mit dem Konrad fangen wir mal an. Wann ging das los? Wann haben Sie Ihren ersten Trabi bekommen? Wir haben unseren ersten Trabi 1968 im November erhalten. Wie war das, als der Trabi kam? War das was Besonderes? War das eine richtige Sensation? Ja, die Brust war geschwellt, wie man so sagt. Und vor lauter Freude sind wir im Jahr darauf, im Juli, nach Bulgarien gefahren mit diesem Trabi. Alternativ ging es nach Ungarn oder zum Skifahren in die Tschechoslowakei. Ob Trabant oder Käfer, eng war es in beiden. Wer sich auf eine lange Urlaubsreise machte, musste in Ost wie West strapazierfähig sein. 2 Erwachsene, wenigstens 2 Kinder, das war normal in den kleinen Autos. Der Käfer mit seinem Heckmotor hatte sogar noch weniger Stauraum als der Kofferraum des Trabant. Aber trotzdem, von Jahr zu Jahr sind mehr Menschen in Ost und West in Urlaub gefahren. Im Jahr 1960 hat es gerade mal 4,5 Millionen Autos in der Bundesrepublik gegeben. Heute sind es in ganz Deutschland über 46 Millionen zugelassene Personenwagen. Ganz ohne Auto reisen wir ins Jahr 1820 zu einem der ersten Ziele des kommerziellen Tourismus. Mhm.
Wer stundenlang mit der Eisenbahn oder gar tagelang in der Postkutsche unterwegs war, der kam am Ende aller Strapazen, wenn es richtig gut lief, hier an, am Ostseestrand von Travemünde. Aber mal so ein bisschen im Strandkorb dösen, das haben die Badegäste hier so erst ab 1889 getan. Denn vorher gab es weder Strandkörbe, noch hätte sich irgendjemand gewagt, einfach so ins Wasser zu rennen. Als das Ostseebad Travemünde gegründet wurde, das war im Jahr 1802, da gab es hier am Strand außer viel, viel Sand nur 4 solcher Badekarren. Herr von Olof, was bitteschön hat man mit diesen Fahrzeugen gemacht? Also in Travemünde war es so, dass der Gastwirt Lehmann sie in Breiten im englischen Seebad entdeckte und für Travemünde nachbauen ließ. Wenn jetzt ein Gast baden wollte, dann meldete er sich beim Badepersonal. Wie ist man denn an den Strand gegangen? Er ging in ganz normaler Straßenkleidung an den Strand, begab sich dann zur Badefrau, bekam ein Billett und die Badezeit mitgeteilt. Und dann stieg er in den Badekarren ein und zog sich um. So weit, so gut. Nachdem sich der Tourist drinnen umgezogen hat, schieben die sogenannten Badeknechte den Karren ins knietiefe Wasser. Ohne vom Strand aus beobachtet zu werden, konnten die Reisenden ihr Bad in der Ostsee nehmen. So prüde ging das damals zu. So, jetzt haben wir es geschafft bis ins tiefe Wasser. Aber wenn ich hier rausgucke, so besonders privat ist das nicht. Die sehen uns ja immer noch alle. Ja, damals war es auch ein bisschen anders. Da gab es hier so eine halbrunde Markise, die man bis zum Wasser runterließ. Und dann konnte man ungesehen sich dort in den Fluten tummeln. So einen richtigen Deckel, der runterging bis auf die Wasseroberfläche? Bis auf die Wasseroberfläche. Und die ganz Mutigen, die haben es dann ein wenig gelupft und sind rausgeschwommen zum Bade. Oh, das war aber schon ganz gefährlich. Das war ganz gefährlich. Aber jetzt mal, im Sommer ist es ja schon noch relativ frisches Wasser. Was haben die im Frühjahr gemacht, wenn es noch eisekalt war? Also die waren ganz clever. Es gab ja einen Badearzt, Dr. Danzmann, der trieb sein Unwesen in der Badeanstalt am Strand. Dort gab es 4 Wannenbäder, in das wurde gewärmtes Seewasser hineingeleitet. Und nach, jeden Tag, wurde die Temperatur etwas abgesenkt, sodass der Proband dann ins Wasser schreiten konnte und sich an diese Temperatur, wie sie draußen herrschte, gewöhnt hat. Jetzt dürfen Sie mal raten, wer hier der Proband heute ist. Hm? Das ist ja der pure Genuss. Wie lange haben es die Leute ausgehalten in dieser Eisekälte? Also erstens so lange, wie sie es ausgehalten haben, und zweitens eine halbe Stunde. So lange dauerte die Badezeit. Und dann waren die nächsten Gäste da. Maximal eine halbe Stunde also. Für mich reicht es jetzt schon. Puh. 1793 wurde das erste Seebad in Heiligendamm gegründet. 9 Jahre später war dann auch Travemünde offizieller Kurort. Männer und Frauen durften damals aber noch nicht gemeinsam ins Wasser. Nein, nein, streng getrennt haben sie das jeweils andere Ende des Strandes genutzt. Das hier ist sowas wie ein Vorläufer der Harley-Davidson, wenn auch ziemlich runtergekommen. Aber im 19. Jahrhundert sollen die Leute tatsächlich auch in Travemünde mit sowas rumgedüst sein. Mensch, Herr Spode, wieso sind die Leute denn mit so schwerfälligen Dingern rumgefahren? Ach, das war nur zum Vergnügen. Das konnte Pferd und Esel nicht ersetzen. Ja, aber die waren doch eigentlich zur Kur hier. Warum sind die nicht ins Wasser, ans Strand? Na, erstmal regnet es jetzt, nicht? Gut, ja, aber hat ja nicht immer. Aber die Leute hatten natürlich Angst vorm Wasser. Richtig Angst, warum? Die hatten Angst vorm Wasser, weil erstens konnten sie nicht schwimmen oder die wenigsten konnten schwimmen. Und zweitens war die Natur eigentlich das Chaos, das Schreckliche, das Schlimme. Ach du liebe Zeit. Schlimm genug, dass ich jetzt so regelmäßig gerne erstmal rein, wo es trocken ist. Aber wenn die Leute buchstäblich Angst hatten vom Wasser, warum sind sie denn ausgerechnet ans Meer gefahren? Im 18. Jahrhundert hatte sich das Verständnis von der Natur und von der Geschichte völlig verändert. Ja. Uns ist das heute selbstverständlich, dass wir die Natur als das Gute betrachten. Aha. Und genau das ändert sich. Vorher war die Kultur das Gute. Die Natur war das Bedrohliche. Und das verändert sich ganz langsam mit Hilfe der Ärzte. Die Ärzte erklären den Leuten,
dass das Wasser für sie gesund wäre, das Baden in der freien Natur. Das ist ein mentaler Bruch in der Geschichte. Und wie lange musste dann so ein gesunder Aufenthalt in der Natur dauern, sprich so eine Kur? 2-3 Monate war angesagt. Doch so lange? Ja. Und wie kam es dann, wenn es so lange gedauert hat, zu dem buchstäblichen Boom der Seebäder? Konnten sich das viele leisten? Nein, das waren natürlich die Upper Ten, die oberen 10.000. Und diese Leute lernten eben im Laufe des 19. Jahrhunderts mit dem Wasser immer besser umgehen. Wobei also die Ärzte nur die Begründung lieferten für das Vergnügen. Ach, man war hier nur für den Spaß? Hauptsächlich für den Spaß. Das sieht ja mal richtig toll aus. Waren solch luxuriöse Bälle an der Tagesordnung? Eigentlich schon. Man hat alle 2, 3, 4 Tage solche Bälle veranstaltet. Denn in diesen Seebädern ging es eigentlich immer um einen Kampf zwischen dem Kurprinzip und dem Lustprinzip. Einerseits wollten die Leute gesund werden und andererseits wollten sie sich amüsieren. Und zu dem Amüsieren gehört allerdings auch dazu, zu repräsentieren. Das heißt, man musste seinen Reichtum zeigen, man musste seine Beziehungen pflegen. Und das Allerwichtigste dabei war die Eheanbahnung. Die Mütter haben sich große Mühe gegeben, ihre Töchter in diesen Seebädern unter die Haube zu bringen. So. Deshalb druckte man zum Beispiel jeden Monat eine neue Kurliste. Damit man wusste, wer kommt? Ja, dann der Graf von Schleiz und von Reitz, die waren dann anwesend und dann konnte man versuchen, die eigene Tochter an den Tisch zu platzieren, wo der Herr Rittmeister dann zu dinieren pflegte. Wie haben die sich denn eigentlich die Zeit vertrieben, tagsüber, abends? Also einmal diese Bälle, dann gab es davor noch Tanztees, dann spielten die Glücksspiele eine Riesenrolle, also Roulette war ein Anziehungspunkt, dann später Pferdrennen, Prostitution gab es auch. Also das Lustprinzip, den Begriff kann man relativ weit auslegen. Wann war es denn so weit, dass sich nicht mehr nur die reichen Leute dieses Lustprinzip leisten konnten, sondern auch Otto Normalverbraucher mal irgendwann in Urlaub fahren durfte? Familienurlaub entsteht so um 1900, allerdings auf 10% der Bevölkerung beschränkt, das Bürgertum damals. Ja? Und dann im Laufe des 20. Jahrhunderts nimmt das immer mehr zu und hat dann so etwa um 1970 den Durchbruch, dann verreisten mehr als die Hälfte der Bevölkerung jedes Jahr regelmäßig. Auch die Seebäder haben sich den veränderten Reisegewohnheiten angepasst. Bald fielen die Hemmungen und die Gäste mussten sich beim Baden nicht mehr verstecken. Ende des 19. Jahrhunderts gab es Umkleidegebäude und die Gäste liefen in Badebekleidung über den Strand. Die alten Badekarren wurden ausgemustert. Sie dienten allenfalls noch als provisorische Umkleidekabinen. Was die allerersten Urlauber so um 1800 vorgemacht haben, das entwickelte sich ja im Laufe der Jahrzehnte zu einer wahren Massenbewegung. Und im Grunde genommen ist das, was wir hier machen, nämlich der Aufenthalt in einem Seebad, nichts anderes als ihr Cluburlaub. Eheanbahnung gleich erster Urlaubsflirt. Der große Ball ist einfach das Entertainment-Programm. Einziger wirklicher Unterschied, früher war es purer Luxus für Reiche, im 21. Jahrhundert Selbstverständlichkeit für viele. Ist ja auch gut so. Schönen Abend noch und viel Spaß.